Oder? Super. Jetzt sind wir da. Zünftig hier im Weinzelt auf der Wiesn. Patrick Littner und Iron Shear. Servus, grüß euch. Servus, grüß dich. Patrick, sag einmal, hier auf der Wiesn 2013, was hast du schon alles erlebt? Ja, was habe ich erlebt? Also wie jedes Jahr kann ich sagen, den Wirteeinzug am ersten Wiesn-Samstag, also praktisch die Eröffnung des Oktoberfests 2013. Ich hatte einen Heidenspaß. Ich war mit Monika Gruber unterwegs. Liebe Grüße an Monika Gruber. Ja, liebe Grüße, Moni. Also es war wie immer einfach eine Riesengaudi. Ich hatte es mit Monika zum zweiten Mal dieses Jahr erlebt und ja, es war einfach schön. Das Wetter hat passt. Es war strahlend blauer Himmel, Sonne und die Moni hat einen Witz nach dem anderen gerissen und wir hatten eine Riesengaudi. Sag mal, Patrick, das ist jetzt nicht deine erste Wiesn. Du bist ja schon ein paar Jahre auf der Wiesn. Ja. Du kennst dich aus. Was sind denn so deine Wiesn-Tipps für alle Zugrosten, die jetzt das erste Mal da sind? Ja, ich habe mir jetzt dieses Jahr, habe ich mir mal überlegt, in ein paar Tagen habe ich ja Geburtstag und da darf ich also meinen 53. Geburtstag feiern. Dann haben wir so gedacht, wann mag es wohl gewesen sein, dass ich das erste Mal auf der Wiesn war? Und dann dachte ich mir noch, es war vielleicht so mit 3, dass ich das erste Mal so bewusst auf der Wiesn war, wo du eben auch irgendwas registrieren kannst. Ja? Dann haben wir gedacht, schau mal, dieses Jahr könnte es vielleicht möglich sein, dass ich mein 50-jähriges Wiesn-Jubiläum habe. Ne? Könnte sein. Das ist wirklich Wahnsinn. Das musste man mal prüfen, ob das nicht ins Guinness-Buch der Rekorde kann. Naja gut, das glaube ich jetzt nicht. Ha? Die Wiesn gibt es, glaube ich, dieses Jahr 193 Mal oder so. Oder ich weiß es gar nicht genau. Aber schon Jahre fast schon 200 gehen, Jahre. Wahnsinn. Ja. Wie oft warst du denn schon auf der Wiesn, Iron? Ja, weiß ich ja wohl. Ich denke, über die ganzen Jahre wahrscheinlich 15, 16 Mal. Hast du ein bisschen was aufzuholen bei Patrick, oder? Nicht, ja, aber ich bin ja auch nach Deutschland später gekommen als 3. Sag mal, Patrick, wenn du jetzt sagst, dass du am Freitag Geburtstag hast, da haben wir auf eine Gemeinsamkeit. Weil da habe ich auch Geburtstag. Was? Ja, 27. September, Waage. Waage. Wahnsinn. Also, ja, da können wir. Es ist jetzt eben genauso, dass ich dir auch noch nicht vorher gratulieren darf, ne? Genau. Das müssen wir ein bisschen zum Nähkästchen plaudern. Jetzt haben wir am selben Tag Geburtstag. Wir sind beide Waage. Feiern in, was haben wir heute? Dienstag. In 3 Tagen unseren Geburtstag. Ja. Welchen Aszendent hast denn du? Krebs. Löwe. Gut, das unterscheidet uns. Das ist aber alle ganz nah beieinander, glaube ich. Oder? Das stimmt. Ja, ja. Die sind sogar hintereinander, glaube ich. Ja, stell dir vor. Krebs und Löwe sind hintereinander, ja? Ja, ja. Jetzt habe ich auch erfahren, es geht ja nächstes Jahr wieder auf große Tournee. Genau. Also ich darf im nächsten Jahr mein 25-jähriges Bühnenjubiläum feiern. Passt ja eigentlich so ein bisschen zum 50-jährigen Wiesn-Jubiläum. Da kommst du aus dem Feiern gar nicht mehr aus. Und das Schöne ist, dass ich im nächsten Jahr mit Iron zusammen auf große Tournee gehen kann im Herbst nächsten Jahres. Denn Iron war damals, vor 25 Jahren, diejenige, die mir bei meiner allerersten Fernsehsendung nicht nur die Hand gehalten hat und hat mir so ein bisschen das riesengroße Lampenfieber genommen, sondern sie war auch meine Patin, so quasi. Und ja, seit dieser Zeit sind wir sozusagen unzertrennlich darüber hinaus eben Freunde geworden. Ja, also über viele Jahre sind wir. Wir haben unsere Ups und Downs miterlebt, also wie es dir nicht gut ging, wie es mir auch nicht so gut ging. Und jetzt haben wir gesagt, okay, also wir können natürlich Solo-Tourneen machen, aber wir wollen das nicht, wir wollen zusammen machen. Und das machen wir im Herbst und wir machen ein Deutschland-Tournee zusammen. Und also du machst ja dein Jubiläum und ich mache meine Jubiläum und so kommen wir zusammen. Ja, ja, ich freue mich natürlich drauf. Ich meine, jeder weiß, Iron Shear ist ein absoluter Bühnenprofi, ja. Und wir werden gemeinsam eine tolle Show ausarbeiten und auch aufs Parkett legen, sage ich jetzt mal.